Ach so, da bist du. Ja. Was? Ja, ich darf Taxi spielen. Ich darf Luna kutschieren. Ja. Ja, sehe ich gerade. Muss ich jetzt hier mal hinschauen? Gott, dass man sich über sowas freuen kann, ey. Ja. Wo ich sagen muss, wo sie vorhin mit der Waffe auf mich zukam, ich hatte schon Angst. Das hast du schon mal gemacht, als mir jemand unter das Höschen gucken wollte. Ich wollte gar nicht dir unter das Höschen gucken. Es ging nur um dein Satz, dein Spruch, dein... Was auch immer. Was? Nein, das kam ganz verdammt. Ich habe gesagt, ich würde mal gerne unter den Herd gucken. Unter den Herd gucken? Ist. Ja, wenn das mal verbrannt wird, dann hätte ich ja nicht für. Ach, komm. Ja, nicht, so. Nee, das kommt jetzt tatsächlich mal nicht dir. Ach so. Och. Ich bin schon wieder fertig. Tada. Zerstöre, verbrenne. Nee, ich kann gar kein Feuer. Ich meine, diese Aggressivität. Ich? Was? Wie? Wo? Ja, niemals. Zerstöre, verbrenne. Was ist das denn? Niemals, nie. Niemals nicht, nie? Niemals sichtlich, nicht, nein. Kommst du denn auf sowas? Ja, ich will. So. Ja? Kommst du zu dieser scheinheiligen Annahme? sag mal, wenn ich eingreifen soll. Mach ich. Noch geht's. Luna, sie schafft das schon. Unsere kleine Samtpfote. Ich bin dein Tank. Ja! Dann hätte ich der S gestanden. Ich glaube, die hätten mich nur einmal anrufen müssen. Naja, die sind Stufe 50. Ja, und ich bin Stufe... 8. Acht. Ey, keine Beleidigung, ja? Was denn? Ich hab doch nur gesagt, welche Stufe du bist. Das ist doch keine Beleidigung. Ja, und ich hätte die sofort weggebannt. Also eigentlich eher umgekehrt. Komm ich durch, ohne dass sie mich angreifen? Ich hätte mich wahrscheinlich nur einmal angefüßt und dann... Stehe ich da zu liegen. Guck mal was. Richtig ein geiler Lanzen macht die weg. Was ist dran? Hallo Daddl, schön, dass du reinschaust. Hallo Daddl, Mats. Sein Haus dann wollen die wegrennen. Wieso, Luna? Wieso? Was Haus damit zu tun? Welches Haus? Welches Haus? Ja. Sahagin kenne ich tatsächlich. Die gab es schon in FF7, aber. Die Sahagin kommen sogar schon im ersten drin vor. Aber keiner mag Klugscheißer, sei ruhig. Das war kein Klugscheißer, das war ein darauf hinweisen. Das Haus, was Fötchen für dich gemacht hat, also ich. Ja. Das Haus war toll. Ja, aber hat sie recht, da rennen die wirklich alle weg. Ah, was? Das hier ist Istola. Vor allem dieses Bett, das geht ja mal gar nicht, ey. Das Bett ist der Hammer. Ja, mein Liebling. Lunas Liebling, glaube ich, auch, ne? Luna, ich glaube nicht, dass sie damit einziehen wollen. Vielen Dank. Um mein Haar hätten sie mich erledigt. Keine Sorge. Es geht schon wieder. Lass uns schnell weitergehen. Oh je. Viel Spaß, also werde ich keinen Spaß haben. Oh nein. Roll P. Mhm.
Falls du so nicht gesagt hast. Oh nein. Ach so. Das stimmt. Viel Spaß im Block. Sind jetzt auch schon Soldaten des Mahlstroms von dem Primae besessen? Oh, ich habe einen Schall, den mag ich noch lieber. Echt? Also ich glaube, von allen ist die tatsächlich, also bisher, mein absoluter Liebling. Ja, die Beste ist immer noch Alice. Die ist hier nicht. Ja, aber ich meine... Juna. Ja, hab Juna ist auch gut. Stimmt, Discord halten, oder? wenn Luna das möchte, könnte sie das gerne machen. Die Osten alle so? Nicht übel. Oh, ich bin auch ein Kinderpinguin. Da muss ich mich wohl auch ein bisschen ins Zeug legen. Oh ne, jetzt schuppen? Nee. Gar nicht so zu gucken. Ich hab das genau gesehen, Fräulein. Bist du noch da? Ja, das müsstest du eigentlich auch gesehen haben. Ja. Was willst du mir jetzt damit sagen? Och, nur. Wow. Halt die Fresse. Ja. Ach so. Ja, gut, dann. Gut. Halt das Maul. Mein Hund schneidet mir schon wieder die Ohren voll. Was ist denn los mit dir, ey? Los, zum Etherüten! Du hast doch eine Xbox 360, ne? Kennst du eigentlich das Spiel Eternal Sonata? Vom Namen her ja. Echt? Hast du das? Hast du das nicht gezockt? Gezockt habe ich es nicht, ne. Verdammt, wem habe ich es denn geschenkt? Idiot. Ich habe es dir geschenkt. Ich glaube, ich habe es meinem Kumpel geschenkt. Es würde dir gefallen. Okay. Wie gesagt, ich kenne es vom Namen her, aber nie gespielt leider. Auch Rollenspiel, auch gerade die Melodie, wirklich wunderschön. Verzeiht die Verspätung. Ach, da sind sie auch mal. Ui, holla. Dazu muss man eben auch mal zeigen, was man so drauf hat. Ihr verfluchten Flossenlosen! Nicht genug, dass ihr die See an euch gerissen habt, schleicht ihr nun auch noch hierher? Endlich wird euer schändliches Treiben ein Ende voll Schmerz und schlimmen Qualen finden. Schlimmen Qualen. Schlimmen. Der Herr der Wogen wird erscheinen und euch sandhäutige Frevler auf den Grund der sieben Meere reißen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. 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 Was hat er vor? Leviathan? Nee. Doch. Nee. Doch? Was Leviathan? Nabend. Nabend. Oh Gott. Deran oder Deranu? Oder Deranov? Tut mir leid, wenn ich dich nicht richtig ausgesprochen habe. Kannst du mir gerne sagen, wie man es richtig ausspricht? Reiben. Was? Auf jeden Fall
Schön, dass du da bist. Mach's dir bequem. Theranox. Ah, okay. Super. Danke. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du zu so später Stunde noch hierher gefunden hast. Oh Gott, ich muss den Ventilator anmachen. Lange ist her. Oh je. Noch jemand, der weiter ist als ich. Ich glaube, das ist nicht mehr selten. Zur besten Zeit. Stimmt. Komm, ich bin noch weit vor dir. Von hinten gesehen, ja. Von hinten gesehen bist du weiter vor mir. Ja. Was? Wie ist das also, möglich? Ne? Wenn man von unten. Ja, ja. Nach oben. Ja, da hast du allerdings rechts. Ja. Rechts. Ich hab auch erst vor. Unsterblich. Jetzt? 2 Monaten. Also richtig angefangen vor 2 Monaten. Das allererste Mal vor 2 Jahren. Da hatte ich allerdings niemand zum Zusammenzocken. Du hast uns aus den tanzenden Wogen erschaffen, lebensspendender Gott. Du hast von uns den Schmutz der Sünde gewaschen. Buße fordernder Gott. Buße! Hat mich doch angesteckt. Entschuldigung! Nun siehe, ich schenke dir dieses. Du wurdest nicht genötigt, du wolltest es selber spielen. Hast du mir vor, ein paar Wochen, Monaten sogar noch gesagt. Ja, das war nicht nur Spaß, das weißt du. Ich weiß es. Verflucht nochmal! Nee, ich habe vor 3 Jahren mit reingeschnuppert, das ist ja das Wort. Vor 7 Monaten 3 Freunde mit reingezogen. Okay. Ja, bei mir war es eigentlich so, ich habe mir dann gedacht, ach komm, machst du einfach mal. Weil auf immer Elder Scrolls Online hatte ich dann keinen Bock, also wollte ich was zum Wechseln haben. Und Herr der Ringe Online mache ich ja mit Kaya, meinem Mod, einer meiner Mods. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, fängst du an. Und dann habe ich so nach und nach immer mehr Leute quasi über FF14 kennengelernt. Und ja, jetzt ist es ein fester Dauerbrenner bei mir. Und ich, wie gesagt, stecke damit auch Leute an. Siehe Kaya oder Dufte. Das ist ja infektiös. Es ist Leviathan. Mach es platt. Das ist nicht zu fassen. Mach es platt, sagt es. Naja, wenn du gegen ihn kämpfen musst. Ich hab Angst. Die Story soll auf dem zweiten Addon richtig gut werden. Davor ist es C. Also, Dufte, ich kann es dir soweit sagen, wir sind ja jetzt schon im ersten Addon, aber selbst im ersten Addon ist es schon besser. Deutlich besser. Besonders die Shadowbringers. Story lohnt es sich. Also Shadowbringers freue ich mich richtig drauf. Da bin ich richtig gehypt. Ich habe mir auch Endwalker vorbestellt. Ich konnte nicht anders. Ich musste mir tatsächlich Endwalker vorbestellen. Ja, da hat die Gier wieder gesiegt. Ne? Ja, aber Klein Aldaria hat es natürlich nicht gereicht, sich die normale Edition zu holen. Nein, Klein Aldaria hat sich direkt die Collector's Edition geholt. Weißt du, direkt das Geld rausgepfeffert. Weißt du, gerade Geld gekriegt. Und gleich wieder gesagt, Schaugeld, war schön mit dir. Nicht mal einen Tag, nee, eigentlich noch nicht mal einen halben Tag auf meinem Konto gewesen und schon was weg. Gut investiert. Ja, ne? Finde ich auch. Meine Stärke schwindet dahin. Herr, sei gnädig. Genau, Dufte, so ist es. Glitzer gesehen und Glitzer bestellt, so ist es. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein. Hör auf! Aus! Böse. Platz. Sitz. Aus. Genau. Bei Fuß. Ja, du. Ja, nee, du. Sie wissen, du schon. Ich bin du Mod. Du unter mir. In der Rangordnung. Nein, Quatsch. Aber nicht weit unter dir, sagen wir es mal so. Nicht weit unter mir, nein. Eigentlich sogar... Ich bin selbst scharf auf den Ufer.
Nein. Nein. Doch bin ich. Doch bin ich. Er ist verschwunden. Ich will erstmal Nein sagen. Ja, ich sag immer erstmal Nein. Das, damit ist doch schon eindeutig zu sagen, dass ich, dass es so ist, wie es ist. Eine Seeschlange? Wie groß? War es Leviathan? Entschuldigung, war es Leviathan, du blöde Kuh. Sammelt die übrigen Schiffe und macht, dass ihr da wegkommt. Bringt vor die Story. Meldet jede weitere Sichtung. Also ich quill, also wenn ich vorlesen muss, quill ich mich auch durch. Aber in Heaven, in Heavensward geht's. In Heavensward geht's. Die, Hauptstory, also die Hauptstory. Nee. Was denn mit deinem Aber? Nee. Hast du doch gerade gesagt. So, aber. Zeit. Er hat die Ablenkungsflotte aber, auf offener See angegriffen und fast alle Schiffe versenkt. Ja, aber. Gute Band. Aber. Ja, mag ich. Mhm. Ich auch. Mama Mia, here we go again. Und wie heißen die Mitglieder? Das weiß ich doch nicht. Ganz ehrlich, ich kenn jeden Songtext. Aber. Also auch von anderen Bands. Aber. Ich weiß nie, wie die Leute heißen. Weil ich mir darüber aber überhaupt keine Gedanken mache. Bei aber kann ich dir nicht sagen. Das setzt sich ja aus den Vornamen, also aus den Buchstaben zusammen. Ja, gut. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie der volle Name ist. Agneta, Björn, Benny und Annifred. Gut. Aber. Annifred? Ja, yep. Ja, sind halt Schweden, ne? Alter Schwede. Okay. Wie gesagt, Luna muss mir meinen Crashkurs geben, dass ich wenigstens verstehe. Also wie gesagt, kannst du ja Luna gerne mal fragen. Luna ist ja auch auf dem Discord-Server. Kannst du auch da gerne mal fragen? Also. Ich durfte tatsächlich gar nicht, also ich mag die Musik, aber tatsächlich ist es eher so, weil mein Nachbar mal DJ war und der kennt sich da musiktechnisch sowas von aus und da kriegt man halt einiges mit. Was Patchkunden geht's mit dem Audio sehen? Das wird es deutlich mehr. Ja, Ich freue mich schon, wenn ich direkt in Heavensward bin. Hallo Mama! Ja, den Vornamen, aber den Nachnamen, das wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Hallo Frau Vogt. Der Nachbar des Nachbarns. Die Bestie ist also in kürzester Zeit in die Gewässer vor dem östlichen Lanossea gelangt. Was will Leviathan dort? War jetzt sehr kompliziert. Ja, ne? Der Nachbarn, einfach von der Beute. Flutwelle aufpeitschen und des Nachbarns. Verstanden? Ja. Hundertprozentig. Aber wo ist eigentlich Luna? Ich meine, du musst nur einen Pinguin holen und dann macht sie das selber. Ich glaube, Luna ist währenddessen nochmal aufs Klo gegangen oder sowas. Da holt sie das Pinguin. Ja gut, jeder, wo er will. Scheiße. Jetzt habe ich einfach weggeklickt. Das darf nicht geschehen. Das lasse ich nicht zu. Nicht solange dieser Stadtstaat in meiner Obhut ist. Ach gut, komm, nehmen wir irgendwie Scheiß hier. Das würde der Jude einfach alles sauer drauf machen. Ja. Leviathan! Der neue Bademeister! Ja, mir geht's gut und dir? Und wie geht's meiner Schwester? Und willkommen zurück, Luna! WB! Luna. Die Lage ist ernst, aber wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Und der Gegner ist weit draußen auf offener See. Wir kommen nicht an ihn heran. Ich werde nach Limsa zurückkehren und die Situation überdenken. Komm dann zu mir auf die Admiralsbrücke. Ich möchte euch bei der Planung des Manövers dabei haben. Ja, und da verschwindet. War das nicht mit den Privatcharakteren? Limsa oder so? Ja. Ja, wo ich dann dir Tank spielen muss. Musst du nicht.
Sag mal. Doch, es geht ja nur, wenn du einen neuen Charakter aufstellst. Und das kann ich von dir nicht verlangen. Du hast schon so viel von mir verstanden. Da ist ein neuer Charakter noch gar nichts. Das stimmt nicht. Das war alles freiwillig. Alles auf freiwilliger Basis. Da ist Bikini Girls, you know. Da verliert man sich gern. Wissen wir, wollen wir die nochmal. Na gut, ich habe ja sowas ähnlich. Ich glaube, ich kann das. Ja, ich kann das ja gar nicht ausrüsten. Ihr habt euch ja sowas ähnliches, dieses Schnieke-Schnieke-Teil. Wo muss ich überhaupt hin? Schnieke-Schnieke-Teil. Schnieke-Schnieke. 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 Am liebsten, Luna. Mein Charakter kann das wenigstens tragen. Limsa. Schwester geht's auch wieder gut. Sie hatte Fieber, ne? Also hat zumindest Oma erzählt. Es ist irgendwie auch seltsam, dass ich mit meiner Mutter über den Chat rede. Ich springe jetzt hier noch 30 Stunden. Soll ich dir dann gleich zeigen, wo ich dich hin? Echt? Du wärst dabei? Ja, ich weiß. Das Problem ist, ich bin so gern Stimmenspieler. Ich liebe es. Ja, aber echt wäre cool, wenn du dabei bist. Warte, dann mache ich das einmal schnell. Schnell. Geschwind. Gott, da verlaufe ich mich wieder in der Scheißstadt. Und wir hauen den um. Sehr geil. Ja, mit einem aus dem Chat habe ich ja schon einen Mount gefarmt. Oh Gott, wie heißt das Viech nochmal? Xanthos? Den man bei Garuda farmt? Glaube ich. Ich weiß gar nicht, kann man da. Zwei kann man da farmen, oder? Alter, und Tank hat man eigentlich mit einer Santa Crew. Ja, sehr geil. Da muss ich lang. Wie heißt das Viech? Xanthos, ja. Das war die Hölle, das Viech zu farmen. Vor allem das Geilste ist, ich bin einfach nur die ganze Zeit gestorben. Meine einzige Aufgabe war es zu sterben. Ah! Dürfte! So, das geht jetzt noch mal ein bisschen. So, warte. Ich muss jetzt erstmal hier. Zu Admiral Melvib. Geht in Ordnung, sie erwartet dich. Ja, danke. Tachchen. Die Prima. Ja, eins der Ponys habe ich. Wie gesagt, die Xanthos. Sie hieß Halbstein. Ja, ist cool. Aber ich glaube, man konnte bei Garuda zwei Mounts farmen. Wenn ich mich nicht irre. Hatte zumindest, oh Gott, Winona. Jetzt Winona habe ich gefarmt. Weiß nicht, ob einer von euch den kennt. Der ist hier auch einfach mal so reingeschneit. Den ersten Angriff Leviathans überstanden wir dank der mutigen Kämpfer des Heeres der Helden. Der Mahlstrom hatte sich zu dieser Zeit ja noch gar nicht formiert. Garuda und Titan kann ein zusätzliches Truppen. Ah, okay. Doch als der Primae nach der siebten Katastrophe aufs Neue beschworen wurde und in rasendem Zorn die Wogen himmelhoch aufpeitschte. Luna und ich wollen alle Wölfe und alle Ponys für mich farmen. Die Fluten wuschen die fruchtbaren Boden. Luna graut's davor. Zurück blieb mir auch. Weil ich weiß, dass ich sterbe. Ich. Also bei mir, bei Garuda ging's schon. Tot. Ich war eigentlich tot. Durchgehend. Ich hätte schon gar nicht mehr aufstehen dürfen. Den Wölfen sind wir gerade dran. Ah, sehr cool. Ja. Aber die Wölfe werden hart. Ja, wie gesagt, bei mir wird's tot. Also, Luna und ich machen das dann offscreen. Also, nicht im Stream. Weil ich glaube, im Stream wäre das etwas langweilig.
Dort haben sich nun die Sahagin niedergelassen. Ich für den Phönix haben wir gemacht. Oh, sehr geil. Ich möchte auch. Ich möchte alles, was glitzert und funkelt haben. Die glitschigen Gesellen haben dort einen Laichplatz im großen Stil errichtet. In Anbetracht der großen Zahl von Kristallen, die als Opfer für Leviathan gestohlen wurden, und der Schar von Besessenen in dem Gebiet, können wir wohl davon ausgehen, dass der Primai so stark ist wie nie zuvor. Ja, ich weiß halt nur nicht. Gut. Sagen wir es mal so, wenn der Chat aus Leuten wie jetzt hier bestehen würde, die halt auch viel mit FF14 zu tun haben, könnte Spaß machen. Also mir macht sowieso Spaß. Also mir ist es egal, ob es im Stream ist oder nicht, wenn das Interesse im Chat besteht. Wenn dann aber die Hälfte der Leute plötzlich geht, weil sie einfach keinen Bock drauf haben, was ich verstehen kann, weil Farm echt langweilig sein kann, dann mache ich es lieber nicht im Stream. Also das würde da halt eher von euch abhängen. Ich könnte auch meine Abstimmung machen. So, dass man dann entscheiden kann, ob das im Stream sein soll oder nicht. Bei mir ist es egal. Ich habe nicht viel Arbeit dran. Ich sterbe sowieso. Würde er nicht bei einem kleinen Gebiet wie Halbstein Halt machen, sondern ganz Limsalominsa mit einer Flutwelle wegspülen. Die Ponys haben wir 1 bis 2 Stunden gebraucht. Die Vögel so in 3 bis 4. Ach du Scheiße. Alter, für alle. Für alle Mounts. Also von den Ponys jetzt 1 bis 2 Stunden alle. Bei 1 bis 2 Stunden für alle Ponys würde ja gehen. Für jedes 1 bis 2 Stunden wäre dann doch sehr heftig. In einer Vierergruppe machen. Für die Wölfe brauchst du eine volle 8-Mann-Gruppe. Ach du Scheiße. Oh, gut. Das findet sich schon. Rein theoretisch. Scheiße, Kaya hat ja noch keinen großen Charakter. Ansonsten hätten wir fast 8. Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn würde es an 1 oder 2 Mann hapern. Je nachdem, ob nicht einer von Lunas Leuten oder von euren Leuten mit reinkommt. Sonst würde es bestimmt klappen. Die Seeschlange muss gehäutet werden. Um jeden Preis. Nee, ich würde sie sogar zusammenkriegen. Die anderen 2 sind nur relativ selten online. Das ist das Problem. Dann würde es sogar keine gehen. Einwände, Admiral. Doch wie sollen wir das anstellen? Dann hätte ich sogar die eine 8-Mann-Truppe. Die See ist Leviathans Revier. Die Ablenkungsflotte versank, bevor sie sich ihm auch nur auf 100 Jalmen nähern konnte. Und ihre Geschosse vermochten seine Verteidigung nicht zu durchdringen. Ja. Hängt ja davon ab, ob die Leute das überhaupt mitmachen wollen. Für wahr. Wir hätten ihn mit Ausflugsbooten angreifen können, es wäre aufs selbe hinausgelaufen. So, wir sind alle 80. Ein tiefschwarzer Tag für den Mahlstrom. Bis auf meine Wenigkeit, ja. Es muss eine Möglichkeit geben, es muss. Na gut, wie gesagt, bei dem einem, bei Xantos war es bei mir auch. Wir haben es zu zweit gemacht. Meine Aufgabe war es zu sterben. Ich bin echt einfach nur umgefallen. Aber es hat gedroppt. Gott sei Dank. Ich war glücklich. Das Heer der Helden triumphierte über Leviathan, indem es ihn in eine Bucht lockte. Doch das Wissen darum wird uns nicht nützen. Diesmal müssen wir uns dem Primae auf offener See stellen. Admiral, mit Verlaub. Das ist nicht schwer, wenn... Wird erstmal 70 und kommen als Stormblood für die Wolfies. Ja, aber wenigstens die Ponys möchte ich haben. Ich einsah. Wenigstens die Ponys und ein Pony? Scheiße, ich habe ja schon 1. 2 Ponys! Leviathans stärkste die Wölfe können Waffe warten, ist ich habe ja dann 2 Wellen bis 3. Und Strudel, Gezeiten und Strömungen. Über all diese haben. Kräfte gebietet ihr. Genau diese Taktik verhalf ja auch dem Heer der Helden zum Erfolg. Ein zweites Mal wird Leviathan auf denselben Trick nicht hereinfallen. Doch wenn wir das Wasser selbst entkräften könnten... Ich habe von Apparaturen gehört, die zu so etwas imstande sind. Sie sollen mit denaturierten Kristallen funktionieren.
Ein solches Gerät könnte verhindern, dass Leviathan das Meer in seiner Allgewalt auf uns hetzt. Er wäre dann nicht gefährlicher als jede andere Seeschlange auch. Aber natürlich. Sid tat doch etwas ganz Ähnliches, um die Enterprise sicher durch Garudas Stürme zu manövrieren. Nicht wahr? Mir erzählte ein alter Bekannter davon, ein Hermetiker auf Wanderschaft. Solange es klappt, ist mir egal, wer die glorreiche Idee hatte. Befrage deinen Freund zum Aufbau der Apparatur und ich werde Naldig und Vimelli mit der Konstruktion beauftragen. Eines jedoch möchte ich zu bedenken geben. Das wäre lediglich eine Verteidigungsmaßnahme. Wir brauchen aber auch etwas, um das Mistvieh auf den Grund des Meeres zu schicken. Ihr schickt mich da sowieso nach vorne. Außerdem eine gehörige Menge denaturierter Kristalle benötigen, um die erhoffte Wirkung zu erzielen. Nicht einmal unser größtes Schiff wäre in der Lage, mit solch einer schweren Ladung an Bord noch vernünftig zu manövrieren. Nehmt ein Luftschiff, ein Seil, lasst mich runterhängen, weil ich muss den Scheiß sowieso machen. Das macht doch mehr Sinn. Ich bin doch eh der Köder. Zwei, aber vielleicht schon. Darf ich an Rauschebarts größten Coup erinnern? Rauschebart? Es heißt, er habe zwei Schiffe zusammengetäut, um damit seine Beute in Sicherheit zu bringen. Mit eurer Erlaubnis könnten wir das versuchen. Nämlich deine Zeilköder für Leviathan. Danke! Schneller als ein neues Schiff zu bauen. Habe ich doch noch eine nützliche Aufgabe im Leben. Sehr toll. Was du nicht sagst. Ich freue mich. Der diesem Halunken ähnlich sieht. Du bist wie immer gut über den Piratenkönig informiert, Einser. Man tut, was man kann. Nun, wie auch immer. Meinem Verständnis nach werden wir unser Zwillingsschiff mit Leviathan verteuern müssen, um den Apparat ganz nah an ihn heranzubringen. Dieser Vorgang alleine ist schon eine Herausforderung für sich. Wir brauchen genug Geschwindigkeit zum Rammen. Und mit Blick auf die schwere Fracht werden wir dafür ein Zugschiff benötigen. Also ich bin nicht das Zugschiff. Es ist ein riskantes Unterfangen. Darum melde ich mich freiwillig für das Kommando. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Also gut. Naja, Vincent muss hier nicht lesen. Rainer, sammle unverzüglich den Rest unserer Flotte in der Morabi-Bucht. Ich will jeden Kahn dort sehen, der auch nur ansatzweise seetauglich ist. Um Reparaturen kümmern wir uns später. Wenn überhaupt ein Schiff dieses Himmelfahrtskommando übersteht. Ich mag die Frau nicht. Du hast das Kommando, Einser. Ei, ei. Ich mag die Frau immer noch nicht. Und dann muss das Biest ja auch noch besiegt werden. Limsas Schicksal liegt in deinen Händen, Kriegerin des Lichts. Vor allem, man fühlt sich immer so wichtig und dann merkt man eigentlich, dass ja jeder die Story, also die gleiche Geschichte hat. Du bist also gar nichts Besonderes. Es gibt Millionen Krieger des Lichtes. Selber bist du ein kleiner Furz. Diese riesige Schlange, die Götter Eoseas sind wahrhaftig furchteinflößend. Auch in meiner Heimat gibt es Gottheiten, die in lang vergangenen Zeiten beschworen wurden. Aber nie sah ich ein solches Wesen mit eigenen Augen. Wie verständlich, dass es selbst den Galeeren vor ihnen graut. Der Feuerwehrmann! Was ist los? Eine dringende Botschaft, Admiral. Sprich schon. Die Gelbjacken berichten von einem Mann, der angeblich Leviathan besiegt hat. Er erzählt jedem davon, wie er es zu Wege gebracht hat. Gut. Bin 12K und dann so spielen auf das Film aber auch übers Handy an. Ah, okay. Jupi. Es kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wir reden von dem Prima Leviathan. War der Mann etwa beim Heer der Helden? Nein, davon ist uns nichts bekannt. Wir haben schon Leute hingeschickt, damit sie sich dieser Sache nachgehen.
Es kann nur ein Hochstapler sein, aber unter den gegebenen Umständen. Falls die Geschichte dieses Mannes wirklich stimmen sollte, dann kann er uns unbezahlbare Informationen zu Leviathan liefern. Da die Konstruktion unseres Doppelstrumpfschiffs ohnehin noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bitte ich dich in der Zwischenzeit diesem Gerücht nachzugehen. Verstanden, dann werde ich meine Soldaten zurückrufen und die Angelegenheit in deine Hände legen. Der Mann soll sich im Windpark Graue Flotte im unteren Lanuskea aufhalten. Och nö. Oh, lass mich doch einfach zu Leviathan, mehr will ich doch gar nicht. Es ist schon wieder so unnötig. Schick mich von A nach B nach C nach D. Laut schneller. Hüfte! Okay. Wo muss ich hin? Ach du Scheiße. Tada! Tada! Und weg. Dann sprich mit dem, geht dahin, damit das geht dahin, sprich mit dem und so weiter. Ja. Manchmal fühle ich mich wie so ein Ping-Pong-Ball. Ich weiß, obwohl es meine einzige Aufgabe war, zu hoffen, dass ich es schaffe, zu fliegen. Wie fliegt da wer hinterher? Oh, ich will auch dieses. Ich will das auch haben. Oh Gott, ich muss weg. Ich muss hier weg. Ich will das auch haben. Wo war ich denn schon mal? Ja klar. Oder? Bowser. Klar darf man das. Immer her damit. Aber hier muss ich nicht hin. Aber hier runter. Zu dir. Wie zu dir, Uschi. Winziger Mandragora. Bitte blind. Ah da. Du Poser. Was? Nein, nein, kein... Oh nein, das ist der schon wieder. Oh, den mag ich ja gut nicht. Keine Vor- und Ausreden, Kamerad. Ohne helfende Hände keine Legende, habe ich gesagt. Hatte er da vorher nicht schon auch schon drauf? Ich weiß nicht. Aber mein Herr, ihr versteht nicht. Es ist äußerst dringend. Marie Melvib und überhaupt die ganze Welt ist auf euch. Und außerdem habe ich doch die Orangenbäume entlaust. Wie ihr gesagt habt, oder nicht? Ja, das ist der in seiner komischen Unterhose. Das ist doch keine Rüstung. Oh, der hat die Orangenbäume entlaust. Für mich etwa? Damit habe ich gar nichts zu tun. Das war ein Dienst an der Natur. Aber jetzt rede ich über Mehlsäcke. Also sowas ähnliches wie dich. Diese Textilienbehältnisse pulverisieren Getreides. Müssen von Punkt A, genannt Windmühle Nummer 3, zu Punkt B, genannt Lager, transportiert werden. Wir müssen jetzt deine Leiden nur ansatzweise vorhanden, aber doch wahrscheinlich ausreichende Muskelkraft. Und dieses Stichwort Muskelkraft bringt mich auf meine Wenigkeit und den furchtbaren, den grauenvollen Lamiatan
Er und ich, das war ein Kampf legendär, sag ich dir. Legendär! Legend, warte, gleich kommt's. Der. Stark war der. Viel stärker als Gigant und gar nicht vergleichbar mit, mit Ingrid. Ein starkes Stück, dass du diese exquisiten Geschichten einfach so hören willst. Oder eine angemessene Gegenleistung. Lebertran, dieses Ungeheuer, hat das Meer aufgepeitscht, dass es ein Fest war. Gischt schäumte um sein Maul wie Flocken von Schnee. Ah, richtig, poetisch. Sollte der nicht eigentlich aufhören mit seinen Scheißgeschichten? Aber wer war da? Ich. Trachtum war da. Der größte aller Helden im Heer der Helden. Ich habe den Mist wie jede Schuppe einzeln rausgerissen. Jawohl. Oh. Am Ende waren wir sowas wie Freunde, Mariathan und ich. Die Beziehung zwischen ebenbürtigen Gegnern, weißt du? Wenn sie sich Auge in Auge gegenüberstehen. Sowas kann ein Beamtendödel wie du gar nicht begreifen. du hier? Bitte vergib mir, es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe mich hineinversetzt, wie es damals gewesen sein muss. Also, als das Herr der Helden Lebertran gegenüberstand. Aber das echte Herr der Helden meine ich, nicht ich. Ja? Wie klein mit Hut er plötzlich ist, ne? Aber eins will ich dir sagen. Es ist nicht alles leeres Geschwätz, was ich erzähle. Ich habe den Kampf damals tatsächlich gesehen, mit eigenen Augen. Ich hätte gerade frei, mir freigenommen. Du verstehst, Brotkisten verladen. An einem so schönen Tag. Also das war, wäre doch, na wie auch immer. Jedenfalls habe ich vom Ufer aus alles mit angesehen. Das Meer tost und diese unglaublichen riesige Schlange tauchte auf. Und das war Leviathan. Oh, er kann meinen Namen richtig aussprechen. Leviathan. Er hat das Aufgebot der Marine herumgeschleudert. Wie Spielzeugschiffchen. Und der Wind trug das Geschrei und das Knallen der Kanonen zu mir heran. Ich dachte, Trachtum, jetzt ist es, jetzt hat den letzten Stündlein geschlagen. Gut. Moment, wenn ausgerechnet du hier bist, um ausgerechnet nach Lebreatan zu fragen, dann wirst du ihn wohl erledigen. Dann pass mal lieber auf, mein Lieber. Meine Liebe, das ist ein ganz fieses Ungeheuer, ohne die geringste Übertreibung. Das kannst du mir ausnahmsweise glauben. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe mich also für ein wichtig Tour abgerackert. Für nichts und wieder nichts? Das wird Folgen haben, mein Lieber. Und tschüss. Hallo, ich bin's, Minfilia. Hast du den Bezwinger von Leviathan ausfindig gemacht? Was? Trachtum? Na, das hätten wir uns auch denken können. Wenn wir doch stattdessen die echten Kämpfe von Herr der Helden gesucht hätten. Tut mir wirklich leid, dass du dich umsonst bemüht hast. Die gute Nachricht ist, dass das Doppelrumpfschiff fertig ist. Es liegt in der Morabi-Trockendocks. Das war jetzt zum Auslaufen. Am besten ist es, wenn du gleich dorthin kommst. Juhu! Darf ich endlich was platt machen? Das wäre so schön. Nehmen wir jetzt den Wolf. Warum muss ich...